Lasst mich mal raten, wenn ihr es euch nicht zufällig gerade mit einer Jogginghose auf der Couch gemütlich gemacht habt, dann habt ihr sicher gerade eine Jeans an. Und, liege ich richtig? Kaum ein anderes Kleidungsstück hat unsere Modewelt so sehr geprägt wie die Jeans. Aber wie ist der Siegeszug der blauen Kulthosen eigentlich zu erklären und wer hat die Blue Jeans überhaupt erfunden? Ganz einfach, man nehme einen Franken und den schickt man dann nach Amerika. Also ich wäre soweit. Schön, aber da bist du jetzt leider knappe 170 Jahre zu spät dran. Und ganz so einfach war es mit der Erfindung der Jeans dann auch wieder nicht. Alles begann im oberfränkischen Buddenheim. Das heißt bei Buddenheim. Ja, dann eben so. Jedenfalls wurde dort im Jahre 1829 Löb Strauß als Sohn eines jüdischen Stoffhändlers geboren. Nach dem Tod seines Vaters wanderte der damals 18-Jährige, gelockt vom amerikanischen Traum, in die USA aus. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten angekommen, stieg Levi, wie er sich fortan nannte, in den New Yorker Textilhandel seiner Halbbrüder mit ein. Als 1848 der kalifornische Gold Rush ausbrach, trieb es auch Levi in den wilden Westen. Es war aber nicht das glänzende Edelmetall, in dem er seine Chance sah. Er gründete in San Francisco die Levi Strauss & Company, einen Handel für Stoffe und Kurzwaren. Natürlich nutzte Strauss die Gelegenheit, seine Waren auch bei den Goldgräbern und Minenarbeitern vor Ort zu verkaufen. Dabei erkannte er, dass diese dringend robuste Beinkleider brauchten, die der harten Arbeit standhielten. Er entwarf strapazierfähige Hosen aus seinem mitgebrachten Zellplanenstoff. Braun, hüfthoch und mit Hosenträgern gehalten. Die sogenannten Waist Overalls hatten nur eine Schwachstelle. Für die Goldgräber war es praktisch, ihr gefundenes Material haufenweise in den Hosentaschen zu sammeln. Und das hielten die Nähte auf Dauer nicht aus. Abhilfe schaffte der Schneider Jacob Davis, der die Nähte an den Taschen mit Kupfernieten verstärkte. Die Idee war ein voller Erfolg, sodass Strauss und Davis sie 1873 patentieren ließen. Wenig später ersetzten sie das braune Segeltuch dann durch einen deutlich robusteren, indigoblau gefärbten Baumwollstoff, der in der südfranzösischen Stadt Nîmes mit einem neu entwickelten Webverfahren hergestellt wurde. Aus dem Namen des Stoffes Serge de Nîmes wurde bei den Amerikanern kurz Denim. Noch heute finden sich Ateliers in Nîmes, die den Original-Denim produzieren. Die Bezeichnung Jeans geht dagegen zurück auf Gênes, den französischen Namen der italienischen Stadt Genua. Sie war bereits vor Nîmes für ihren robusten Baumwollstoff bekannt. Die klassische Levi's Jeans bzw. die 501, wie sie ganz einfach nach ihrer Produktionsnummer genannt wird, etablierte sich als beliebte und vor allem praktische Arbeiterhose. In den 1920ern machten Reißverschluss und Gürtelschlaufen die Jeans noch praktischer und ermöglichten ihr den Einzug in die Freizeitmode. Auch auf der Leinwand tauchte die Jeans allmählich auf. Schauspieler wie John Wayne trugen sie in Westernfilmen der 30er Jahre und verpassten der blauen Arbeiterkluft ein Cowboy-Image. Ursprünglich war die Jeans also reine Herrenmode. Nach und nach kamen aber auch erste Modelle für Damen auf den Markt, wobei Frauen in Hosen, noch dazu in Jeanshosen, zunächst noch verpönt waren. Über den großen Teich schaffte es die Jeans erst nach dem Zweiten Weltkrieg. In Europa stationierte US-Soldaten brachten sie auch nach Deutschland. Vor allem bei den Jugendlichen war die Army-Hose, wie man sie nannte, heiß begehrt. Sie war eine Art modisches Statement, ein Zeichen des Aufbruchs, der Freiheit und der Rebellion gegen den konservativen Zeitgeist. In der DDR war das Tragen von Jeans in Schulen oder Diskotheken anfangs sogar noch verboten. Die SED-Führung wehrte sich vehement gegen das kapitalistische Teufelszeug. Und trotzdem konnte sich die Jeans durchsetzen. Nicht zuletzt durch Hollywood-Idole wie James Dean und Marilyn Monroe erlangte sie endgültig Kultstatus und wurde auch zum Symbol emanzipierter Frauen.
In den vergangenen Jahrzehnten sind die Produktionsverfahren und Schnittmuster laufend weiterentwickelt worden. Aus der Karottenjeans wird die High-Waist-Jeans, aus der Röhre die bequemere Stretch-Jeans, der angesagte Used-Look wird zum Destroyed-Look. Dabei werden nicht selten Techniken eingesetzt, die nachweislich Gesundheit und Umwelt gefährden. So zum Beispiel das Bleichen mit giftigen Stoffen oder das Sandstrahlen. Es gilt beim Shoppen also, wie so oft, wachsam zu sein. Laut Statistik besitzt ja jeder Deutsche 7 Jeans. Wie viel habt ihr denn im Kleiderschrank? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Und vergesst mir fei das mit dem Glöckler nicht, gell? Also Servusla, ade und bis zum nächsten Video. Ade.